Herzlich willkommen bei der 14. Woche des Videologbuchs von Permanent und mir. Mein Name ist Dirk Linn, ich bin Gründer und Miteigentümer des Düsseldorfer Beratungshauses. Ich wohne in Paderborn und in dieser Woche gab es auch einiges Schönes in Paderborn zu vermelden, zumindest für mich. Ich war Projektleiter bei der Firma Bremerbau. Hier sieht man Uwe Seifert und Bastian Berndt, die beiden aus dem Personalbereich, die dieses Jobportal mit mir zusammen aufgebaut haben. Wenn Sie heute einen Job suchen in Paderborn im Bereich Bau, schauen Sie mal rein unter jobs.bremerbau.de oder gehen Sie einfach über die Homepage von Bremerbau. So, das war erstmal das, was diese Woche von Projektabschlüssen von mir in Paderborn war. Aber wir haben ja am Dienstag noch eine ganz andere Geschichte gehabt, die einen großen Einfluss hat auf unser Leben, und zwar die Corona-App. Am Dienstagmorgen konnte man die Corona-App runterladen. Ich saß mit meinem Team in Düsseldorf zusammen und wir haben uns so die Downloadzahlen angeschaut. Ich war, wie Sie ja wissen, am letzten Sonntag auch in Frankreich drüben. Und in Frankreich gibt es eine App, die dann zentral die Daten verwaltet, aber nur zur Laufzeit auch funktioniert. Das heißt, die App muss im Vordergrund sein, wenn man diese Google- und Android- und Apple-Schnittstelle nicht bedient. Da gab es Downloadzahlen und die sind schon seit 14 Tagen übrigens auf dem Markt gewesen, von ungefähr 1,5 bis 2 Millionen. Also es funktioniert dort gar nicht. Und ich sagte zu meinem Team, ich glaube, dass wir am ersten Tag über 1 Million Downloads bekommen. Das war zu tief gegriffen aus heutiger Zeit. Wir haben viel mehr Downloadzahlen erreicht und ich bin richtig stolz drauf, dass wir da diese Annahme haben, wenn auch diese Geräte die letzten 5 Jahre als relativ neu sein müssen und die letzten 5 Jahre unterstützen. Ich denke aber, da wird sich noch einiges tun. Stand heute Sonntag, 21. Juni, sollen es wohl um die 12 Millionen Downloads sein. Das ist sehr, sehr schön, weil man da schon mal eine Dynamik wahrscheinlich ablesen kann und die Wirksamkeit der App in den nächsten Wochen auch uns anschauen können. Es war natürlich eine riesen Diskussion um Datenschutz und Datenschutz ist auch ein Thema, logischerweise. Die beiden Firmen Telekom und SAP haben die App entwickelt. 20 Millionen ist kein Pappenstiel und wenn man als Programmierer draufschaut, ist alles Open Source. Das heißt, man kann auch Richtung Datenschutz einiges aus dieser App rauslesen, aus den Quellcodes, weil unter GitHub wurde es gemeinsam entwickelt und auch der Chaos Computer Club und Chip, wie sie alle heißen, haben sie ja Qualitätssiegel draufgegeben. Aber trotzdem ist in der Gesellschaft ein hohes Maß an Aluhüten oder Verweigerern oder wie auch immer man das nennt, zu sehen. Und wenn man mal schaut, ich habe mir mal WhatsApp aufgeschrieben oder auch Facebook oder TikTok, das nutzen unheimlich viele. Aber wenn man die Corona-App, die wirklich sehr, sehr gut entwickelt worden ist, mit den Dingen vergleicht, und gerade wenn man hier auch Richtung Payback-Karten geht, ich war jetzt gerade wieder einkaufen gestern, wie ganz normal diese Payback-Karten rübergegeben werden für einen kleinen Obolus, aber die ganzen Daten der Mitarbeiter, der Menschen, die einkaufen, werden getrackt. Sie wissen genau, wann du was wo kaufst. Und ich glaube, wenn es um die Gesundheit geht, soll uns diese App deutlich mehr wert sein als der persönliche Nutzen bei unseren Einkäufen. Auch bei Amazon genau das Gleiche. Auch Amazon boomt ja in der digitalen Welt. Jeff Bezos hat einiges an Milliarden dazu gewonnen. Warum? Weil wir unser Verhalten entsprechend so aufgebaut haben, dass wir es online bestellen, statt des lokalen Handels zu unterstützen, was zum Beispiel in Paderborn die Hasenthaler tun. Also gehen Sie mal auf die hasenthaler.de Seite, wo jetzt aus Sicht der Kunden Geschäfte oder Restaurants empfehlen. Also da ist nicht der Treiber, dass die Geschäfte den digitalen Handel von sich aus aufbauen, also typische Händlernetzwerke, sondern darum, dass man aus sich aus sagt, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, geh dort mal hin, die haben einen Lieferdienst, die bringen das vorbei oder dass vielleicht meine Kleidung vorbeigebracht werden kann, man zu Hause das anprobiert und die Geschäfte trotzdem unterstützt werden. Also wir haben ganz andere Methoden. Wir müssen noch mal ein bisschen aufpassen, auch um die ganzen Daten. Wir haben diese Fitnessarmbänder, diese Fitness-Tracker. Auch da ist ja die große Besorgnis, gehen die Daten an irgendwelche Firmen, um dann Versicherungen teurer werden zu lassen oder sonstige Dinge. Wir haben aber auch hier so Friendfinder und bestimmte Communities, wo man sagen kann, es gibt Apps, die zeigen, ob jemand, der vielleicht die gleichen sexuellen Neigungen hat, möglicherweise, da ist jemand, der
will ein Abenteuer, dass man solche Dinge dann nicht auch tracken lassen kann. Das heißt, man hat so einen Radarschirm, den man aufbaut. Und jetzt muss man aufpassen, dass man diese, sagen wir, diese Communities nicht so aufbaut und das so ein bisschen Richtung Datenschutz. Da muss man aufpassen, dass man nicht am Ende diese Corona-Tracking-App in eine Verbindung bringt mit so einem Radarschirm, wo man sagen kann, hier sind folgende politische Meinungen im Raum und kann dann eben dort mehr über meine Umgebung rausfinden, dass man irgendwelche Profile auswertet, weil das wird dann komplett in die falsche Richtung laufen. Also man muss aufpassen vom Datenschutz, dass man die richtige Richtung wählt. Und da hat, glaube ich, Deutschland einen riesen Sprung gemacht. Und wenn man mal die Downloadzahlen sieht im Vergleich zu Europa, sind wir, was die Kommunikation und die Sicherheit der App angeht, und ich komme aus dem IT-Bereich, ich glaube, ich kann schon einiges dort mit einschätzen, ist ein wichtiger Wert. Und unsere Firma, unsere Mitarbeiter nutzen die App auch. Ich habe empfohlen, dass alle die App sich auf die Handy-Geräte laden, privat und dienstlich. Es ist kein Befehl oder keine Anweisung, aber es ist ein Wunsch. Und ich glaube, das ist auch das Richtige dabei. Also diese App selbst ist kurz vor dem Meilenstein, wenn man das so sehen kann, weil wir ungefähr 15% der Gesellschaft brauchen, um die ersten Erkenntnisse zu gewinnen. Und ich bin mal gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Es wird ein wichtiger Teil sein von unserem Leben in Zukunft. Und diese Dinge brauchen wir. Auch Digitalisierung hilft hier. Aber unser Verhalten mit Mundschutz, Distanz, das bleibt ja auch alles. Also lassen wir uns gemeinsam auch mal ein bisschen gegen die Denke der Aluhüte gehen. Die sagen ja, es ist eine Grippe irgendwo, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in Brasilien, Norditalien oder New York irgendjemand hören will, weil dort gibt es ja viele Särge, viele Tote. Und wenn es eine normale Grippewelle wäre, wäre das ja nicht so. Also vertrauen wir dort einfach den Experten und nicht den Aluhüten. Das wäre so mein Wunsch. Und man sieht hier auch zum Beispiel hier, was auch an Unternehmer, wir reden jetzt über Unternehmer auch, weil es ist ja ein Unternehmer-Videocast, was Unternehmer für eine Verantwortung haben. Hier sieht man diesen Lockdown von Tönnies. Man kennt ja diese Schweineschlachterei in der Nähe von uns. Wie gesagt, ich lebe in Paderborn. Das ist ja Gütersloh, nicht weit von hier entfernt. Und es hat eine Auswirkung auf unser Leben hier, dass die Familien in Quarantäne kommen zum Beispiel. Und dass wir jetzt auch viele, ich habe es heute gerade gelesen, heute Morgen, dass viele von diesen rumänischen und osteuropäischen Subunternehmer, die auch wirklich, das muss man ausmerzen, diese Geschichte, weil wir kaufen zu billig Fleisch. Also ich glaube, unser Konsum, unsere Preisstrategie ist falsch. Aber die fahren jetzt zurück, die haben sich Busse gemietet und fahren im Pulk zurück in ihre Heimatländer, weil die Angst haben, hier in eine Quarantäne reinzukommen. Also da tut sich noch einiges auf. Auch die ersten Flieger nach Mallorca. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. Auch ich werde Urlaub machen oder zumindest versuchen, in Kroatien mal eine Woche runterzugehen. Aber ganz vorsichtig, und wenn irgendwas dazwischen kommt, dann cancele ich dann natürlich auch diesen Urlaub. Wir müssen weiter aufpassen. Aber Digitalisierung, gerade Paderborn, war wieder eine tolle Geschichte. Am Freitagabend gab es einen digital nahen Videostream oder Livestream auf YouTube. Und das war interessant. Der Bürgermeister, Herr Dreyer, und von Frau Boschin-Heinz, die wirklich super moderiert hat, gab es dort ein Interview von einem Menschen, die ja in Paderborn einiges tun. Man hat reflektiert über die Schulen, über die Lernplattformen, solche Dinge. Und ich habe so viel noch gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Ich habe ja auch die Zeit nicht, freitagsabends irgendwo hinzugehen. Und es ist eine tolle Geschichte mit einem wirklich professionellen Auftritt dort und guter Interviewtechnik. Dort auch mit einem Rückkanal. Das heißt, man könnte ja auch chatten und kann dann Herrn Dreyer, Frau Boschin-Heinz und so weiter auch Fragen stellen, auch an die Schulleitung, die dort war, oder Kindergartenleitungen dort, und konnte so viel näher dran sein. Also auch da will die Digitalisierung einiges. Und gerade wenn man Richtung diesen YouTube-Kanal geht, diesen Livestreams, was auch hier einige Bands bei uns machen mit einem tollen Erfolg, da wird sich ganz viel tun. Wenn man mal diese Tutorials sich anschaut auf YouTube, wo die Menschen sich dort das Wissen aneignen können, dann schießen die Downloadzahlen extrem nach oben. Viele junge Leute nutzen genau diesen Kanal, und dadurch gibt es eine komplette Veränderung auch der Lernwelt, der Kommunikationswelt. Und da muss man dranbleiben. Apropos Lernwelt. Ja, Digitalisierung ist ja von den Schulen ja noch ein weiter Weg. Man weiß zwar, dass digitales Lernen einen Vorteil bietet, aber jetzt ist man überrannt worden
und hat bestimmte Plattformen gar nicht so schnell aufbauen können und Server gar nicht so hochziehen können von Speicherplatz und Performance, dass das ganze System nicht kollabiert ist. Also wir haben dort noch einiges zu tun. Wir sind auf dem Weg und wenn man mal schaut, was an Lernen sich auch verändert hat zu meiner Zeit. Ich bin 65 geboren. Bei uns war das so, wir hatten das noch in den Büchern drin. Mein Vater hat ein riesen Brockhauswerk im Regal gehabt und das war jahrelang, jahrzehntelang, das war ein stabiles Wissen. Es gab keine Explosion von Wissen dort. Das meiste war sehr, sehr langwierig. Es gab halt auch lange Postlaufzeiten. Irgendwann kam mal das Fax dazu. Das Fax ist ja mittlerweile auch schon wieder alt. Da kam die E-Mail. Mittlerweile hat man Echtzeitsysteme. Das heißt, selbst wenn ich am Bankautomaten zum Beispiel Geld abhole, mit meiner Kreditkarte und ich habe eine Notification drauf, also eine Benachrichtigung, in dem Moment sofort informieren, da gibt es kein Schreiben mehr, das sind Online-Schnittstellen. Also der gesamte Kommunikationsfluss hat sich verändert und auch das Lernen bzw. das Wissen hat sich verändert. Ich brauche heute eher eine Idee, wie ich lerne, wie ich mich selbst organisiere. Ich brauche eine Lernkompetenz, aber das Wissen selbst spielt oft gar keine Rolle. Dafür gibt es zum Beispiel Siri und Co. Und wenn ich eine Frage habe, dann frage ich das Internet nach dem 30-jährigen Krieg oder nach bestimmten Übersetzungen. Und wir werden in einigen Jahren möglicherweise auch die Fremdsprachen gar nicht mehr so lernen wie noch vor 20, 30 Jahren, weil mein Smartphone in Echtzeit zum Beispiel Dinge übersetzen kann. Also wir müssen uns da auch bei dem Lernen auf neue Dinge einstellen. Und ich weiß auch, dass die Lehrer sich unheimlich schwer tun. Sie haben wahrscheinlich Skripte, die haben sie seit 20 Jahren genauso genommen. Und auch der Schulstoff hat sich nur sehr langsam bewegt. Und da muss man aufpassen, dass wir dort jetzt nicht in eine Zeit reinkommen und die Lehrer in vielen Fällen auch ausbremsen. Weil jetzt müssen die Lehrer lernen und sie müssen das Wissen der Schüler sich aneignen. Also es dreht sich genau um in vielen Fällen, dass vielleicht die Lernkompetenz oder diese technische Kompetenz, nicht die Lernkompetenz, aber die technische Kompetenz bei vielen Schülern höher ist als die von den Eltern und von den Lehrern. Und wenn sie jetzt Lehrer und Eltern zusammentun, reden die teilweise so ein Kauderwelsch und die Lehrer sind auch nicht in der Lage und die Eltern übrigens auch nicht, diese Technologien zu verstehen. Und das ist genau diese Geschichte, die wir heute haben in Diskussionen. Warum nutzt man nicht Microsoft Teams in den Schulen? Warum ist die ganze Lernplattform noch nicht fertig? Das ist alles nicht so einfach und vor allen Dingen, es fehlt den Diskutierenden oft, nicht immer, aber oft an Wissen. Und gehen wir mal weiter Richtung Fachkräftemangel. Da gab es auch diese Woche im Westfalenblatt, das lese ich immer als Zeitung hier elektronisch auf dem iPad plus am Wochenende auf Papier, gibt es eine Aussage, dass ein Rückgang zum Beispiel der Ausbildungsplätze oder insgesamt der Ausbildung da ist. Einmal, weil die Firmen weniger Ausbildungsplätze anbieten, ja, die Konjunktur geht runter und ich habe vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, die Menschen auszubilden, aber auch, und das ist der zweite Teil, wir haben ja weniger Auszubildende, die auch zu den Firmen gehen wollen oder können. Und wenn man da mal Richtung Haufe guckt, und zwar 2019, im Oktober 2019, war da ein Artikel mit dabei auf deren Webseite, so kann Ausbildung attraktiver werden. Und wir haben hier einige Geschichten über unzufriedene Azubis, über Papierwege, über ganz antiquierte Methoden. Gerade in der Ausbildung steckt noch unheimlich viel an Verbesserungspotenzial. Dort gibt es zum Beispiel noch keine Online-Systeme. Das Berichtsheft wird noch in Papier geführt. Wir haben wieder Urlaubsscheine, die reinkommen. Wir haben keine Digitalisierung, keine Kommunikation zwischen Ausbildungsleiter, Ausbilder, Abbas und den Azubis. Also alles ist antiquiert. Und wenn ich heute als Azubi in ein Unternehmen reingehe und bin zu Hause voll digital, gucke Netflix, habe mein Smartphone mit dabei und soll jetzt dort eingehen, das ist ein Schock. Also wir müssen als Ausbildungsbetrieb attraktiver werden, weil das gleichzeitig uns auch die Chance gibt, mit weniger Kosten, mit weniger Aufwand auszubilden. Und da springt zum Beispiel unser Partner Rexistence aus Hamburg mit ein. Wir haben dort eine komplett neue Entwicklung gemacht, weil wir diesen Part Ausbildung als unheimlich wichtig empfinden. Wobei wir Ausbildung jetzt nicht nur auf die Berufsausbildung uns anschauen, sondern die gesamte Ausbildung eines Menschen, auch ein Förderprogramm, auch Trainees, also alles, was mit einem Karrierepfad, mit einem sich entwickeln zu tun hat. Ja, und das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich als Ausbilder sofort alle meine Menschen auf einem Bild habe, sie deren Fortschritt, wo sie gerade stehen, wo es Probleme gibt, habe eine Einsicht in die Noten.
Und das kann man nun auch so mit den Rechten einteilen, dass man diese kaufmännischen, gewerblichen nochmal trennt. Und wir haben dort übrigens 450 Ausbildungsberufe schon komplett mit allen Lernzielen drin. Das heißt, Sie können sehr, sehr schnell starten, weil Ihr Ausbildungsberuf wahrscheinlich schon in REX komplett drin ist, dass wir mit einfachen Klicks schon die erste Ausbildungsverplanung machen können. Und aus Sicht des Azubis, auch er hat natürlich auch einen Zugang, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mein Berichtsheft zu pflegen oder meine Noten einzugeben oder zu sehen im Kalender, wo bin ich eigentlich nächste Woche oder bestimmte Feiertage, Urlaube, alles das kann übergreifend mir anschauen. Auch Grunddaten, welche Berufsschule habe ich, wann ist Berufsschule, welche Noten kann ich in der Berufsschule zum Beispiel eingeben, alles das ist dort möglich. Und das Ganze können Sie unter YouTube natürlich auch mit sich anschauen. Da hat REX einen kleinen Film gedreht, wo diese App oder beziehungsweise diese browsergestützte Applikation, die auf jedem Smartphone läuft, also nicht nur auf Android und auf iOS, sondern auch auf alten Modellen, muss man dazu sagen, älteren Modellen, da kann der Azubi sehr einfach zugreifen. Und das kann natürlich für Ihre Gewinnung von Azubis ein wesentlicher Teil sein. Also nutzen Sie die neuen Methoden dort, um auch Azubis zu bekommen, die vielleicht sonst nicht bei Ihnen wären. Und im Endeffekt machen Sie sich das Leben auch selbst deutlich einfacher. Wir haben hier einen weiteren Artikel von 2017, also schon 3 Jahre her. Hier geht es darum, dass Annette Speck geschrieben hat, das Mantra junger Führungskräfte heißt Transparenz. Und ich glaube, das muss man heute sagen, gerade in der Corona-Zeit. Ich habe jetzt viele Webinare und Diskussionen mitverfolgt. Ist Transparenz, das Mitnehmen der Mitarbeiter, das Reinhören von Mitarbeitern, eine der wesentlichen Führungsaufgaben, die man hat. Und wenn wir mit Transparenz nicht um die Ecke kommen, dann werden die Mitarbeiter uns verlassen, sobald der Markt anzieht. Und ich merke es jetzt schon, ich habe es letzte Woche gesagt, wir haben viele Bewerbungen, wo Menschen gerade jetzt von Firmen weg wollen, aber die brauchen einen sicheren Platz, um sich dort entsprechend weiterzuentwickeln. Und bei uns ist Digitalisierung eigentlich unser Kernprodukt, muss man sagen, und die neuen Arbeitsmethoden. Und deswegen kommen viele vielleicht in Firmen, die jetzt enttäuscht sind, zu uns und sagen, hey, mit euch, bei Permanent oder mit REX oder mit CES, was ich gleich vorstellen werde, das ist die Zukunft. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Pferd und unser Team honoriert das auch. Und schauen wir uns mal ein an dieses Leadership. Auch da wieder ein älterer Artikel, 27. August 2019, war unter Xing publiziert worden. Und zwar geht es darum, dass man remote führt. Also, wie funktioniert Führung, wenn ich nicht vor Ort bin? Oft ist also diese Kontrolle dabei, dass man als Chef da sitzt und die Mitarbeiter gehen da vorbei und ich habe morgens ein Meeting, Stand-up-Meeting oder will dann alles an Arbeitsergebnissen kontrollieren, am besten noch mit Papier. Diese Zeiten sind rum. Und diese aktuellen Generationen, die wir jetzt haben, die werden das nicht mehr mitmachen. Wenn man mal reinschaut, hier haben wir, wie gesagt, unser CES-System seit Jahren schon im Einsatz, eine kleine App, mit der Mitarbeiter jeden Tag ihre Stimmung eingeben können. Und wir haben einmal pro Monat eine Motivations- oder Engagement-Messung. Und was wir auch haben, wir fragen die Mitarbeiter, was motiviert dich eigentlich bei uns zu arbeiten? Warum stehst du morgens auf und kommst zu uns? Und eine solche Kampagne ist wieder gerade gestartet und die aktuellen Ergebnisse, die möchte ich hier mal kurz zeigen. Wir haben also hier am meisten ausgewählt bei uns ist Selbstständigkeit und Work-Life-Balance und sehr hoch geratet. Ja? Selbstständigkeit ist bei 9,7 von 10 Punkten, also sehr viele Mitarbeiter. Das ist die Anzahl der Nennungen, ist auf der rechten Seite. Und das Feedback ist dann die Y-Achse, sagen, Selbstständigkeit ist eines der Assets bei uns. Und das finde ich auch gut so, weil Selbstständigkeit heißt auch, du kannst im Homeoffice genauso wie im Office arbeiten, beim Kunden arbeiten. Wir geben es komplett frei, Hauptsache die Ergebnisse zählen. Und dann Work-Life-Balance, die war auch schon mal tiefer, ist bei 8,7 von 10. Das heißt auch das Homeoffice, auch das Wechseln dabei, die Leute mal nicht zu sehen. Das passt auch ganz gut. Auch mit der Kinderbetreuung haben wir gute Ergebnisse. Und das wird ja in NRW jetzt auch mal langsam wieder normal kommen. Also ich denke, das sind Top-Werte dort. Und was wir hier haben, sind Dinge, die super toll, auch man sieht hier 10 Punkte bei Kommunikation. Kommunikation in Zeiten von Corona, 10 Punkte von 10. Das ist schon wirklich ein Asset. Engagement bei 9, immer noch sehr gut. Das ist top dabei. Wir haben bei 10 Vertrauen, Arbeitsatmosphäre, Homeoffice wurde
genannt und auch eine gute Qualität dabei. Teamgeist haben wir auf 9, Teamwork bei 8,5, Ehrlichkeit bei 10, Zusammenhalt bei 10, Respekt bei 10. Also das sind ganz, ganz hohe Werte. Und wenn man auf das Engagement schaut, auch da ist die Engagement-Auswertung gerade fertig geworden, vorgestern, dann sind wir weiterhin bei einem Overall Engagement Index, was 6 verschiedene Faktoren betrifft, von 9,3 von 10 möglichen Punkten. Also wir haben dort immer noch sehr, sehr gute Werte und unser Team ist voll arbeitsfähig, freut sich auf die Projekte mit Ihnen und hat dann intern eine Art und Weise weiterentwickelt oder bewahrt, wie man zusammenarbeitet. Ja, und das Ganze können Sie nämlich auch selbst mal testen, also folgen Sie uns auf Instagram, auf Facebook, da gibt es auch einige Kampagnen dabei. Und hier haben Sie eine Seite, die ich Ihnen mal kurz zeigen werde, geben Sie Ihre Daten mit ein. Hier unten sehen Sie auch den Link dazu, einfach reinklicken und Zest testen. Ja, 14 Tage kostenfrei, Björn und Konstanze freuen sich auf alle Fälle auf Ihre Meldung. Wir rufen dann kurz an, schnacken ein bisschen drüber, was wir so getan haben, was möglich ist, dass Sie jetzt nicht nur testen und keine Betreuung haben, sondern wir wollen mehr über Ihr Anliegen wissen und mal schauen, ob das bei Ihnen passt. Ich kann nur sagen, wir haben super tolle Ergebnisse. Ja, und mit dem schließe ich auch für heute. Wir haben da so ganz viele Punkte wieder gehabt, ein neues Projekt. Wir haben die App gehabt, wir haben das Thema Datenschutz gehabt. Wir haben das Ausbildungsmanagement von Rex diese Woche nochmal ganz stark gelauncht. Da gibt es auch ein sehr gutes Webinar noch von dem Lars Wolknauer von Rex. Wir haben das Thema Zest und Engagement, wie es bei uns gerade läuft, wieder transparent nach außen gebracht. Also Sie merken, wir leben Transparenz, wir leben auch die Führung, wir leben New Work. Ja, in diesem Sinne, dann schließe ich mal die Woche 14, freue mich auf die Woche 15 und Ihnen noch ein schönes Restwochenende und bis bald. Ihr Dirk Lind und das Team von P-Money Consulting.